Jetzt habe ich jetzt schon so ein tolles Fleisch gekauft und will das heute zubereiten. Ja, du möchtest es nicht versauen. Genau. Du nimmst es raus, du lässt es akklimatisieren. Das ist das Wichtige daran, dass das Fleisch wirklich an die Umgebungstemperatur angepasst ist. Dann brätst du es scharf an. Da reichen so 180, 200 Grad, dass es verschiedene Röstaromen da gibt. Du nimmst es raus, lässt es nochmal 3 Minuten wieder akklimatisieren. Dann hast du das perfekte Fleisch. Wahnsinn. Selbst wenn du nicht der erprobte Griller bist, dieses Fleisch verzeiht so viel. Das ist das Besondere bei dem Iberico de Biota. Du kannst dieses Schweinefleisch medium essen. Du kannst es sogar roh essen als Carpaccio. Ja. Probier. Da ist jetzt gar kein Gewürz dran. Das schmeckt, als wäre irgendwie bereits irgendwas und dran. Und das ist diese Biota-Qualität. Das ist, was die Eichelmastzucht ausmacht. Durch diese Eichelmastzucht bekomme ich so einen nussigen Charakter daran, dass ich das nicht mit normalem Iberico vergleichen kann. Wahnsinn. Für mich war Russland ehrlich Salz. Es ist für viele. Unser Rauchsalz, was 180 Stunden im Rauch drin liegt, das ist so dieser Wow-Effekt, ja. Dieser Aha-Effekt, den ich auf der Zunge habe.